Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Quetzig-Folge und wir haben heute wieder zwei Game Boy Advance Spiele. Als erstes, wie ihr schon sehen könnt, ist es Serious Sam. Ich habe auf meinem Discord mal nachgefragt, was für schlechte Game Boy Advance Spiele mal so im Umlauf sind. Und der liebe Kurujin hat mir dieses Spiel quasi ans Herz gelegt. Übrigens, ich habe jetzt seit dem neuesten einen Discord. Der Link ist oben bei dem Kanalbanner. Wenn ihr Bock habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Und ich war, muss ich sagen, sehr, sehr überrascht, dass es Serious Sam auf dem Game Boy Advance gab. Weil ich kenne Serious Sam von damals noch, als das ursprünglich rauskam. Das war ja so ein bisschen der, schon damals quasi der Oldschool-Shooter, wo zu Half-Life und sowas so ein bisschen mehr auf Story gegangen ist und sowas. Was wie bis dahin mir wirklich nur baller, 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 baller an als Ego-Shooter. Und das war okay damals. Ich war ein riesen Fan von der Serie, aber okay. Bin mal gespannt, wie die das hier auf dem Game Boy Advance umgesetzt haben. Ich habe jetzt hier mal den mittleren Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Okay, bla 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 bla. Das Setting scheint dasselbe zu sein. Ihr habt da ja so auf den ja, so ägyptisch angehauchten Tempel euch mal durchgeballert. Mal gucken, ob die hier auch. Ich wollte gerade sagen, die Gegnervielfalt machen konnten. Okay. Sie haben einen Ego-Shooter draus gemacht. Das ist schon mal. Oh, schon mal sehr cool. Aber. Steuert sich halt sehr schlecht. Ihr seht es vielleicht, man kann sich nicht frei rumblicken. Ihr dreht euch so in gewissen ja, Graden, keine Ahnung wie viel, das sind vielleicht 10 Grad oder irgendwie sowas. Und man kann nichts erkennen. Ich hätte jetzt irgendwie so eine Art One-and-Gun-Spiel von auf der Draufsicht irgendwie erwartet oder sowas. Ich meine, es ist ja gut, dass sie sich mal was getraut haben, aber. Also hier die Frames per Second sind natürlich wirklich, boah nee. Also Ego-Shooter, also ich muss natürlich sagen, ich bin, was das angeht, ein PC-Junge. Ego-Shooter, Maus und Tastatur bin ich gut, auf Konsolen, auch bei den neuen Varianten, ich bin da nicht gut. Ja, ist das Gegner oder sind das so Pixel auf? Nee, das sind Gegner. Treffe ich die überhaupt? Ich müsste die doch treffen, oder? Ich bin ja nicht gut, auch mit umgucken. Guck doch mal, ich kann die gar nicht richtig vernünftig anvisieren. Oder hat das hier so ein bisschen Auto-Aim? Und außerdem, wie viel Treffer stecken mit dem Bildschirm rein? Also, okay. Ja, also grafisch kann ich nichts dazu sagen. Ist wahrscheinlich für den Game Boy Advance schon nicht verkehrt, ne? Also dass sie schon Ego-Shooter draus gemacht haben. Aber also ich weiß nicht. Ah, man kann straven, okay. Bei der Schultertaste kann man straven, immerhin. Ne? Da kann man hier ein bisschen sich besser bewegen. Schön, dass sie das eingebaut haben. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Also es läuft halt nicht flüssig, man kann nichts erkennen. Man kann schlecht anvisieren, wie man sieht. oder muss da den, durch das Draven dementsprechend anvisieren. Kurz, falls ihr nicht so mit dem Vokabular, mit Ego-Shootern und sowas vertraut seid. Draven sind diese Seitwärtsschritte. Ne? Ich weiß gar nicht, welches Spiel das eingeführt hat. Wahrscheinlich Quake. Weil ich meine, bei den klassischen Doom und so weiter, also bei diesen klassischen 2D, nenne ich es mal, Ego-Shootern, war das noch nicht möglich? Ist das ein Gegner? Also, das ist wirklich Pixelmatch das Spiel. Trefferfeedback ist ziemlich unbefriedigend, muss ich sagen. Also, auch die Waffe, ich weiß, die Starterwaffe, die soll gar nicht so mächtig sein. Das macht hier keinen guten Eindruck. Also, wieso wollten sie das unbedingt als Ego-Shooter hier auf das System bringen? Das verstehe ich nicht. Mal, wie ich hier mit Waffen durchwechseln kann. Vielleicht ist hier auch einfach die Kettensäge Doom-technisch wesentlich effektiver. Man weiß es nicht. Außer man natürlich bei den Selbstmordfritzeln. ja. Das muss natürlich nicht sein. Aber gucken hier. Nee.
ist nicht effektiver, ist ganz im Gegenteil, wie man sieht, ziemlich Selbstmord. Ja, also was halte ich von dem Spiel? Nichts. Ich meine, die Ambitionen waren klar, cool. Sie blieben ihrer Serie treu. Sie haben einen Ego-Shooter auf den Game Advance gebracht. Aber das bringt es halt nicht. Ne? Es ist viel zu krümelig. Ich spiele das hier mit einem Emulator. Ich will erst gar nicht wissen, wie das denn auf den kleinen Game Advance sogar war. Vielleicht sieht das da etwas schärfer aus, aber man erkennt nichts. Das Trefferfeedback ist einfach nur scheiße. Ich habe ständig das Gefühl, ich mache keinen Schaden. Das läuft alles nicht flüssig. Nee. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Spiel. Und das ist Urban Yeti von Selina gewünscht. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich. Und ich habe gesehen, das Spiel ist vor allem berühmt-berüchtigt, weil es einfach nur so kurios ist. Also, wie der Name schon sagt, spielt hier ein Yeti in einer Stadt. Okay, bisschen GTA-mäßig, cool. Man guckt euch die Grafik an. Also es erinnert mich definitiv an die ersten beiden GTA-Spiele, die ich damals auf dem PC geliebt habe. Was habe ich jetzt gemacht? Female Yeti Scream and it's come from the mainland. Ach so, suche ich hier eine Frau zum Paaren oder wie? Aber so hätte ich mir Serious Sam gewünscht. So, ne? Weil das geht ja eindeutig hier ziemlich flüssig. Okay, kann ich das Auto kaputt machen? Okay, ich muss sagen, es ist trashig. Wie man sieht, die Leute fliegen hier wirklich rum. Also. Sorry, aber das ist wirklich schon so blöd, dass es wieder gut ist. Also ich hätte damals definitiv nicht den Vollpreis dafür bezahlt. Ich wette, weil das so kurios ist, wird es wahrscheinlich jetzt für uns Sammler so teuer sein, aber es ist so herrlich absurd, wie Leute da rumfliegen. Keine Ahnung, müssen wir uns das mal vorstellen. Die fliegen da irgendwie wirklich 10 Meter weit. Irgendwie sowas. You can't go there, Urban Yeti. It's a toy bridge. Das wird toll. Also, wir können nicht über die Brücke gehen, weil man auf der Brücke Maut bezahlen muss oder so $4. Ja, ihr seid ein Yeti, ihr haut die Leute 10 Meter irgendwie weg. Aber nein, da können wir nicht rübergehen. Es kostet $4. Wir müssen einen Job finden. Was war das denn jetzt? Haben wir den Möwe irgendwie erwischt? Okay, die Leute sind alle gleich aus und so weiter, weil klar, das ist eine Limitierung der Konsole. Habe ich irgendwie so Items oder sowas? Nee. Okay, mit den Schultertasten kann ich hier anscheinend brüllen. Keine Ahnung, was das bringt. Es führt irgendwie die Zeit auf. Warum auch immer. Keine Ahnung. Also ich weiß echt nicht, was ich hier tun soll. Aber es ist halt so geil absurd. Es ist einfach... der Polizist hat eine Waffe. Nee, komm hier. Zack. Kann ich den noch erledigen? Es ist halt wirklich so absurd, auch mit dieser Musik, ne? Natürlich ist es kein super duper Spiel, aber... Also das ist wirklich, finde ich, wieder so ein Spiel. Das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Also ich habe meine Freude dran. Soll das wir sein, ihr Schreien? Das klingt wie so ein Schiffshorn. Leute, ist das witzig. Das ist so absurd. Was haltet ihr denn vor dem Spiel? Also, ne? Wie gesagt, die Ansicht hätte ich mir in Serious Sam wirklich gewünscht. So, das so als Ballerspiel mit vielleicht ein etwas... ich krieg dich. Komm her.
Mit ein bisschen mehr rausgezoomt wäre das super. Okay, from the mainland. You gotta find a way under there before the another Yeti does. Okay. So, also ich muss jetzt einen Job finden, um mir $4 zu verdienen. Damit ich über die Brücke kann. Was kann ich hier noch? Schreien. Ich habe natürlich wie immer hier keine Spielanleitung oder ähnliches. Skateboardfahrer. Also viel Dank für den Wunsch. Das ist wirklich hier mal was schön, hier so ein Spiel zu haben, was quasi so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist. Weil das Gute ist ja, den Entwicklern war ja klar, dass das ein absurdes Spiel sein wird. Sonst hätten sie nicht so ein Szenario hier genommen. Ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich Geld verdienen soll, ehrlich gesagt. Zack. Ich glaube, ich kann die gar nicht irgendwie töten oder sowas, ne? Also bin ich ja gar nicht, aber ich meine, dauerhaft ausschalten, sagen wir es mal so. Entschuldigung, jetzt habe ich hier einen Hustenkrampf vom ganzen Lachen irgendwie. Zack. Hier kommt der hin? Also der Bildschirm, der könnte natürlich so ein bisschen größer sein. Die alten GTAs, da war es ja so, je schneller man unterwegs war, desto weiter wurde das Bildschirm rausgezoomt. Aber ich schätze mal, das würde ich einfach nicht möglich sagen. Okay, ich habe dann Hotdog irgendwie rausgeprügelt. Wo kommen diese ganzen Menschen her? Wo kommen die alle her? Läuft ein Yeti rum? Da würde ich doch abhauen. Also, wenn der hier Leute irgendwie 10 Meter durch die Gegend boxt. So, also die blauen Polizisten. So. Mal gucken, ob ich ihn hier erledigen kann, irgendwie. Also ich muss sagen, der hält echt was aus, ne? Vielleicht kann ich ihn ja so ins Wasser boxen. Ich schau mal. Da ist wohl er vom Auto überfahren. Ist nicht witzig. Polizei, dein Freund und Helfer natürlich. Das ist nicht witzig, aber in dem Kontext hier irgendwie schon. Ah, ich kann sogar auch Autos kaputt hauen. Das qualmt der. Okay. Hey, hast du einen Job? Okay, ich dachte, ich kann sie hier ins Wasser boxen. Kann ich anscheinend nicht. Wenn ich wüsste genauer, was ich hier machen soll, weil wenn ich hier diesen Pfeil folge, dann komme ich halt wieder zu der Mautbrücke, oder? Oder zeigt mir das, na, wo ist der Pfeil? Wo ich einen Job finde. Bin ich wieder tot? Yeti Cam. Oh, ich bin wieder tot. Okay, auf jeden Fall super, super Wunsch, dieses Spiel. Echt kurios. Ich weiß zwar nicht, was ich machen soll, aber rumlaufen und Leute umboxen macht irgendwie Spaß. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.